Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich nehme euch heute mal wieder über den Tag mit, also ich drehe einen Vlog. Heute ist Montag, ich habe frei, aber das bedeutet nicht, dass ich irgendwie nichts zu tun habe, sondern das bedeutet eben, dass ich gerade mega viel zu tun habe, weil es einfach wieder so viel zu erledigen gibt. Genau, Weg Nummer 1 und 2 habe ich schon erledigt. Ich war bei der Post und im DM. Und jetzt fahre ich zu Obi und dann zu Ikea und zwischendrin erledige ich vermutlich noch 1 Milliarde Anrufe. Und ich habe heute einen kleinen Primark-Haul für euch. Wir waren am Wochenende fleißig bei Primark einkaufen. Okay, so viel war es gar nicht. Und so lange waren wir da auch gar nicht drin. Ich habe zum Beispiel, kann ich euch jetzt schon zeigen, diese Jacke von da. Ich wollte noch eine Winterjacke oder eine Übergangsjacke haben, weil ich irgendwie mit meiner aktuellen Jackensituation nicht so zufrieden war. Genau, wie gesagt, ich nehme euch über den Tag mit und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Ich habe noch nicht ganz alles erledigt, weil also es ist halt echt ein bisschen viel. Aber ich wollte jetzt erstmal noch die Sachen zeigen von Primark. Also die Jacke, die ich anhatte, habe ich ja schon mal gezeigt. Dann haben wir für Karl ein paar Schlafanzüge geholt, ein paar lange. Das ist jetzt der eine. Ich finde ihn sehr, sehr gruselig. Das Problem ist, wenn man mit dem Kind zusammen einkaufen geht, dann sucht es sich mittlerweile die Sachen mehr oder weniger selber aus. Und das finde ich auch gut. Und das möchte ich ihm auch lassen, weil im Endeffekt er muss es anziehen. Deswegen, und wenn er das Interesse daran hat, zu sagen, hier, das und das finde ich cool, das möchte ich gerne anziehen, dann wieso sollte ich ihm das nicht gestatten? Jedenfalls, hier kannst du den Mund aufmachen, deswegen fand er das so cool. Es ist das Oberteil und das ist die Hose. Die Sachen sind mega, mega flauschig. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist richtig, richtig weich. Also, ja, ihm gefällt es. Und ganz ehrlich, ich muss mich da eigentlich auch nicht einmischen, was er anzieht. So, wie gesagt, wenn er sich das selber aussucht, dann soll er das bitte so machen. Genau, dann hat er sich nämlich auch einen Ganzkörperschlafanzug ausgesucht. Ich dachte mir so, Moment mal, das Kind ist doch eigentlich nicht mehr in dem Alter dafür. Aber er fand den auch so schön und ja, wie gesagt, also der ist auch mega, mega flauschig. Der hat hier unten so Stopphaarpunkte und es war wirklich die allergrößte Größe von den Ganzkörperschlafanzügen. Also er ist bald wirklich so aus dem Alter raus, dass man sowas auch nicht mehr kaufen kann. Genau, und den hier, den finde ich eigentlich auch ziemlich süß. Der ist noch aus einem anderen Material, der ist noch weicher, das ist so samtmäßig. Die Hose sieht genauso aus. Ja, genau, das sind die 3 langen Schlafanzüge für ihn. Dann habe ich ihm noch eine total süße Jacke ausgesucht. Moment, die kann ich mal zumachen. So eine kleine Bärchenjacke. Genau. So, dann haben wir für ihn noch ein paar Socken. Ich habe jetzt hier nicht alle, aber das sind so kleine Monstersocken. Und das Vieh hat zum Beispiel einfach Augenbrauen, also so flauschige Augenbrauen. Oder hier ist irgendwie ein dreieugiges Monster. Auf jeden Fall haben wir schöne lange Socken, ein bisschen größer. Und ja, genau. Das Hauptanliegen, oder was heißt das Hauptanliegen? Es war eigentlich, das eine Anliegen waren die Schlafanzüge. Das andere war, Tim wollte gerne eine neue Jacke und die ist auch noch hier. Die sieht halt so aus. Das ist halt sehr schlicht, hat eine Fellkapuze, ist braun und ein bisschen übergangsmäßig, also ein bisschen dicker. Und ich habe mir noch eine zweite Jacke gekauft. Die ist auch sehr flauschig. Ich kann die mal anziehen. Die ist auch jetzt eher so für die Übergangszeiten und vielleicht auch was Schickeres. Genau. Also die hatte ich jetzt noch nicht an. Oh Gott. Im Alltag. Ja, die ist halt weich. Ich habe ja auch so eine Winterjacke, die auch so mit Fell ist außen. Genau, die hat jetzt keine Kapuze oder so, die hat nur so einen coolen Kragen, den kann man jetzt auch nicht hochklappen, der ist glaube ich einfach nur so zur Deko. Genau, das war es eigentlich auch schon, so viel mehr Sachen haben wir gar nicht geholt. Und ich werde mich jetzt mal ein bisschen an den Haushalt machen, ich warte noch auf den Rückruf, dann muss ich noch bei der Versicherung anrufen und dann muss ich noch was für die Uni machen, aber erstmal, wie gesagt, Haushalt, die Wäsche ist fertig und so weiter. Genau, und ich sehe gerade so, ich gucke da so durch und sehe in der Stube, ist es absolute Chaos. Ich frage mich bloß, ob es Sinn macht, das aufzuräumen, weil Karl aktuell so gerne mit so Wellenbastelscheren da so schneidet. Und davon kommt das Chaos, also er hat da super viel Spaß dran. Und er wird es nachher wieder machen, also weiß ich gar nicht, ob es Sinn macht, da jetzt großartig aufzuräumen. So, oh Gott, seht ihr, ich auch semi-rotig bin. Ich war gerade das erste Mal
seit dem Umzug, oh Gott, laufen. Das heißt, das erste Mal jetzt in neuer Umgebung. Ich bin so fertig. Also meine Zeit war nicht gut. Die Strecke war auch nicht gut. Ich bin keine 4 Kilometer gelaufen. Ich bin total fertig. Aber es hat mega gut getan. Das ist so typisch für mich. Heute ist wirklich richtiges Scheißwetter. Meine Haare sind übel nass geworden. Es hat die ganze Zeit genieselt. Es ist super kalt. Und ich denke mir genau heute, ich muss laufen gehen. Jetzt muss ich erstmal duschen. Oh Gott. So, wir sind wieder zu Hause. Also ich habe Karl abgeholt und wir waren dann noch einkaufen. Natürlich habe ich den Einkauf im Auto vergessen, was auch sonst. Ich weiß nicht, wie verpeilt man sein kann, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie schlecht werden kann. Es sind alles sowas wie Klopapier, ne? Von daher ist es jetzt nicht dringend, dass es hoch muss. Aber da ist unter anderem auch Milch dabei, also Haarmilch, die ich morgen früh in meinem Kaffee brauche. Oder gerne an meinem Kaffee hätte, weil sonst muss ich ewig warten, bis der abgekühlt ist. Deswegen müssen wir nachher nochmal runtergehen und das holen, auch wenn ich jetzt gar keine Motivation habe. Ich weiß nicht, wie man so verwirrt sein kann. Jetzt kann ich euch auch hier mal das Ausmaß der Bastelarbeiten zeigen. Seht ihr die ganze Schnipsel unterm Tisch? Das ist ja nicht normal, ey. Jedenfalls, gucken wir jetzt mal, was wir jetzt Schönes machen. Es ist heute wirklich echt schlechtes Wetter. Ich frage mich einfach, warum ich genau heute laufen gegangen bin. Aber gut. Vermutlich wird Kai jetzt noch ein bisschen basteln. Ich habe hier auch buntes Papier, buntes Druckerpapier. Das habe ich nämlich vorhin gebraucht. Ich habe was auf rosanes Papier gedruckt und musste erstmal suchen, wo ich das hin habe. Und das wollte ich ihm eigentlich gestern schon geben für seine Scherenarbeiten da. Mal sehen, was er dazu sagt. Gut, findest du gut? Okay, du weißt ja nicht, um was es geht, aber super. Und ich habe mir jetzt überlegt, was ich zum Abendbrot mache. Ich wollte euch eben das Rezept sozusagen verraten. Es gibt nämlich Maultaschenpfanne. Und dazu braucht man ein Maultaschen. Da habe ich jetzt hier welche mit Gemüse, gibt es ja in jeder Art der Füllung. Oh, ich habe gerade einen Schreck meines Lebens gekriegt. Jetzt kommt jemand zur Tür rein. Und Gemüse auf jeden Fall. Lauchzwiebeln, aber oh, die haben schon ein bisschen gelitten. Der könnte eigentlich sehr variabel sein. Ich habe jetzt hier noch Tomaten und Zucchinis. Ich überlege gerade, ob ich einfach das ganze Ding immer dafür habe, ich es eigentlich hier rausnehme und dann mal von allem was nehme. Die Gurke ist jetzt vielleicht nicht so ideal dafür. Und ansonsten, wenn man. Ja, ist gut. Wenn man halt noch so eine Soße dann da dran haben möchte, da überlege ich nämlich auch gerade, ob das eines Tages scharf gestellt. Ja, dann noch sowas. Ich glaube, das mache ich. Oh. So, und das mache ich dann einfach daran zu dem Soßenzeugs hier. Die schmecken ja alle sehr ähnlich, sage ich mal, und das wird schon gehen. Man muss praktisch alles klein schneiden, also die Maultaschen auch so in solche Stücken, dann alles anbraten und ja, fertig. Aus. Ich will da noch ein bisschen Reibekäse drüber streuen und ich muss ehrlich sagen, diese Fixtüte, die ich da angemacht habe, war irgendwie, die hatte so einen, oder die hat, das schmeckt ja jetzt ein bisschen danach, so einen starken Eingeschmack, die werde ich nicht mehr kaufen. Die Kräuter, die hier drin sind, das ist auch Schnittlauch, den ich nachträglich reingemacht habe. Ich dachte, es sind Kräuter dran. Also ich musste da auf jeden Fall noch nachwürzen, muss jetzt aufpassen, dass sie nicht anbrennt. Die Pfanne ist zwar an sich sehr, sehr langsam so, die wirklich warm wird und dann so richtig, also da brennt eigentlich so schnell nichts an, aber gerade mit diesem Sahnezeug.